Verrückt muss ja nicht schlecht sein. Auf der Essen Motorshow jedenfalls gehören die Crazy Cars und Designstudien zu den Hinguckern. So auch auf der 51. Ausgabe des PS Festivals vom 1. bis 9. Dezember 2018 in der Messe Essen. Allerdings fragt man sich angesichts dieses Mercedes Actros von Mika Auffinnen schon, ob die nicht spinnen, die Finnen. I have a family transport company at home with my brother. When I was at school first class, I knew that I want to be a truck driver and this is my lifestyle. So it's not the first custom trucks what we are done. So we have 16 trucks at the company and we are 20 years we are building those trucks. So this is my work and my lifestyle. Mit 450.000 Euro Materialkosten und 6.000 Arbeitsstunden dürfte der Lowrider eines der teuersten Autos des PS-Festivals sein und mit Sicherheit der teuerste Zementwagen der Welt. Fester Bestandteil des Essener Designerstammtischs ist ein Exponat des Schweizers Frank Rinderknecht. Diesmal ein teilbarer elektrischer und autonom fahrender Bus namens Snap. Dieser Porsche wurde aus 20.000 Altmetallteilen zusammengeschweißt. Man kann sogar die Tür öffnen, fahren kann er aber leider nicht. Ja, ich glaube, besser wäre es nicht. Es würde sehr kälter zum Beispiel werden. Die Scheiben sind ja keine Scheiben, das ist ja ein Drahtgeflecht. Und ich glaube, der TÜV würde nicht ganz mitspielen. Über 500 Aussteller präsentieren auf der Messe 10 Tage lang ihre hochwertig veredelten Autos, ebenso wie die Tuning-Trends des kommenden Jahres. Ein Beispiel, ein Ford Mustang mit Elektroniklack, der leuchtet, wenn's lauter wird. Und das ist in der Motorsport-Arena häufiger der Fall. Die Essen Motorshow ist halt kein stilles Örtchen.